Stellen Sie S-Band Omni auf Bravo und wenn Sie ins Lem einsteigen, aktivieren Sie die Frontantenne. Sieht gut aus von hier. Hey, wir haben ein kleines Problem. Kabinenausfallverlust. Wiederhole, Kabinenausfallverlust. Ken, setz den Helm auf! Houston, wir haben einen Masteralarm. Hier hat's ein Riesenloch reingerissen. Wir haben aktiviert. Abfall! Oh Gott! Der März 1970, drei Wochen vor dem Start. Ja, du bist ein klügerer Junge als ich damals. Wie lange fliegst du, bis du auf dem Mond bist? 4 Tage. Aber das ist ziemlich schnell. Pass auf. Das ist der Saturn 4B Booster und der schießt uns von der Erde weg. So wahnsinnig schnell wie eine Kugel aus einem Gewehr. Und zwar so lange, bis uns die Mondanziehungskraft so richtig packt und zieht. Sie zieht uns in eine Kreisbahn um den Mond. Und das nennen wir Orbit. Verstehst du? Fred und ich schweben durch den Tunnel in dieses Ding, das Lunarmodul. Das da, was so ein bisschen wie eine Spinne aussieht. Da passen nur 2 Leute rein. Wir haben es nur für die Landung auf dem Mond. Und dann gehe ich ans Steuer und dann drehe ich sie und dann fliege ich sie runter. Korrigiere die Fluglage, Neigung, Ausrichtung für eine schöne, sanfte Landung auf dem Mond. Besser als Neil Armstrong. Viel besser als Pete Conrad. Dad, kanntest du eigentlich die Astronauten im Feuer? Ja, ich kannte die Astronauten im Feuer. Alle von ihnen. Kann das nochmal passieren? Ich werde dir jetzt mal was über das Feuer erzählen. Da sind eine Menge Sachen schiefgelaufen. Die Tür. Wir nennen sie Luke. Sie haben sie nicht aufgekriegt, als sie raus mussten. Das war eine Sache. Und, eine ganze Reihe von Sachen ist schiefgelaufen. Haben die es repariert? Oh ja, aber klar, wir haben es repariert. Ist jetzt kein Problem mehr. Musik.